Eva Högel kenne ich nicht. Ich bin gespannt, wie sie ihre Motivation bei den derzeitigen Umfragewerten aufrechterhält im Wahlkampf und ob das überhaupt noch Spaß macht. Ich bin gespannt, ob die SPD als Juniorpartner wahrscheinlich von Schwarz ihren Deutschlandplan verwirklichen will oder wie sie sich das generell vorstellt. Ich habe den Eindruck, dass die SPD in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr viel an Konturen verloren hat, weil es mittlerweile mit den Grünen und der Linkspartei Parteien gibt, die bestimmte Bereiche für sich stärker beanspruchen als die SPD. Und ich bin gespannt, ob ich heute vom Gegenteil überzeugt werde. Oh, ich hoffe, das sieht nicht komisch aus. Das soll ein Krankenhaus sein. Kann ich mir so, das ist ein Krankenhaus, das ist ein Altersheim. Das ist der Gesundheitsbereich. Ja? Mhm. Und da arbeiten jetzt noch ein paar Strichmännchen. Da arbeiten ganz viele Menschen und da leben auch ganz viele Menschen oder liegen oder sind krank und pflegebedürftig. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt des Deutschlandplans, dass Frank-Walter Steinmeier gesagt hat, wir haben im Gesundheitsbereich so viel Nachholbedarf an Pflegekräften, an Krankenschwestern oder Krankenpflegern und so weiter, dass wir da jede Menge Arbeitsplätze schaffen können. Der Deutschlandplan ist ja kritisiert worden dafür, dass er das Ziel 4 Millionen Arbeitsplätze postuliert. Das ist ja ziemlich verrissen worden. Was ich sehr ärgerlich finde, wenn Frank-Walter Steinmeier zeigt Bereiche auf, in denen man tatsächlich Arbeitsplätze schaffen kann, wenn man denn möchte, ja, wenn man die nötige Mehrheit hat. Und das andere ist, jetzt mache ich hier einen Baum. So kann man ungefähr erkennen. Ich habe jetzt keinen Grünen, alles im Spaß. Umwelt. Frank-Walter Steinmeier hat ja auch deutlich gemacht, wo im Umweltbereich Arbeitsplätze entstehen können. Vor allem erneuerbare Energien. Oh, und zwar, als ich mir das Ganze durchgelesen habe, kriege ich noch so einen Stift. Dann hat mich irgendwie gestört, dass das Ganze komplett unabhängig von der Konjunktur ist. Und angenommen, die Konjunktur läuft gut und alles läuft wunderbar, alles ist vielleicht möglich, aber was passiert? Wenn auf einmal eine neue Finanzkrise kommt und es ganz stark gewittert, und kann man den Plan dann überhaupt irgendwie durchsetzen? Oder müsste man da nicht von vornherein sagen, dass man das Ganze gar nicht sicher durchsetzen kann, sondern dass es auch ein bisschen abhängig ist von der Weltkonjunktur? Ist es. Ist überhaupt keine Frage. Es ist abhängig. Ich meine, wir haben das jetzt bei der Finanzkrise gesehen, da hat keiner mit gerechnet. Ja, wir waren gerade mit den Arbeitslosenzahlen, ja, waren wir runtergegangen, mehr Beschäftigung. Plötzlich, zack, wie so ein Gewitter, ja, wie du das da angemalt hast, die Finanzkrise. Und alles können wir über Bord werfen. Ja. Ich habe mir die ganze Zeit jetzt, als ich im Bundestag darüber beschlossen habe, überlegt, was könnte ich mit diesen Millionen und Milliarden machen, ja, wenn wir die nicht in die Bank stecken müssten. Ja. Und dann wird einem schlecht, entschuldigt bitte, wenn ich das so offen sage, ja. Weil du denkst ja an die Schulen, die saniert werden müssen. Ja. Du denkst an die vielen sonstigen schönen Dinge im Bildungsbereich, gerade der mir sehr am Herzen liegt, die man machen kann. Ich gucke mir hier Projekte an der Mitte und weiß, wie sehr die am Tropf hängen. Oder Schulen habe ich schon genannt, Jugendtreffpunkte, Seniorentreffpunkte, wir müssen hier ganz viel dicht machen. Deswegen, das ist natürlich alles abhängig von der Konjunktur, ja, alles komplett. Ja. Und das können wir auch nur minimal beeinflussen. Aber trotzdem finde ich es richtig, ein Szenario zu entwerfen. Denn wir haben ja jetzt wieder Anzeichen, dass es vielleicht wieder aufwärts geht. Und wir machen ja häufig den Fehler, dass wir für die Zeiten, in denen es aufwärts geht, keine guten Ideen haben. Ja. Und ich finde das sehr gut, dass wir sagen, wenn wir denn mal wieder Geld haben, wenn wir investieren können, wenn wir die Konjunktur auch vielleicht ein bisschen ankurbeln können mit Geld, wo setzen wir die Prioritäten? Aber wäre es dann nicht besser, wenn man das Wenn ein bisschen stärker betont bei der SPD? Also so klingt es für viele Leute wie, wenn ihr uns wählt, 2010 4 Millionen mehr Arbeitsplätze. Ja. Aber wenn man sagen würde, okay, wenn die Konjunktur so läuft, wie wir denken, dann können wir unsere Programme umsetzen und dann haben wir wirklich die 4 Millionen. Weil sonst, angenommen die SPD gewinnt und in 2010 hat man echt noch eine Wirtschaftskrise, sonst irgendwas, dann stehen Leute irgendwann da und sagen, wo sind unsere 4 Millionen? Deswegen finde ich es gut, dass Frank-Walter Steinmeier auch in diesem Deutschlandplan gesagt hat, er möchte, dass bis 2020 ja, kein einziger Schüler, keine einzige Schülerin ohne Schulabschluss die Schule verlässt. Aber wie will er das machen? Also was ist sozusagen, wie ist die Umsetzung? Zum Beispiel eine zweite Chance. Ja. Eine zweite Chance, diejenigen, die durchfallen. Aber das hört sich so ein bisschen an wie Hauptschulabschlüsse verschenken. So. Also, wenn jeder einen hat, was ist das dann noch wert? Du hast ja das richtige T-Shirt dafür angehängt. Ich habe mir das jetzt mal angeguckt mit dem MSA, mit dem mittleren Schulabschluss. Wenn die Schülerinnen und Schüler da durchfallen, ja, dann gibt es Schulen, in denen engagierte Lehrer, engagierte Eltern, Sozialarbeiter und so weiter, die setzen sich dann hin in den Ferien, ja, und machen wirklich super konzentriert Kurse, ja, damit die Schülerinnen und Schüler den nachholen können. Ja. Und da arbeiten dann alle miteinander zusammen, dass es auch stabilisiert wird, das Umfeld und so weiter. Und setzen alle Energie da rein, dass sie einen zweiten Versuch bekommen. Ja.
manche haben ja auch einfach in der Lebensphase dann mal keinen Bock oder hatten bloße Lehrer oder wie auch immer. Und ich finde eine zweite Chance, ich würde sogar so weit gehen, eine dritte und eine vierte Chance. Also nicht verschenken, ja, so nicht, aber schon auch Möglichkeiten eröffnen, dass beim ersten Mal es nicht gleich vorbei ist. Meine Freistimme würde ich irgendwo hier und hier. Und Erststimme, das ist immer die Frage irgendwie, soll ich sie irgendeiner kleinen Partei geben mit der Wahrscheinlichkeit, dass es nichts bringt, oder dann doch vielleicht eher Mainstream wählen und dementsprechend würde ich sie gerade hier setzen? Ich muss sagen, ich habe auch schon vorher so gedacht, ich werde wahrscheinlich meine Erststimme in Erfurt der SPD geben und meine Zweitstimme den Grünen. Also würde ich erstmal meine Erststimme bei meiner Hauspartei sozusagen hinsetzen, die ich im Zweifelsfall immer wieder dann nehme. Und ich würde meine zweite, aufgrund auch von heute. Und als guter Mann habe ich natürlich für die SPD entscheiden und unter anderem auch, weil ich für den Mindestlohn bin. Und bei der Zweitstimme bin ich mir allerdings sehr unsicher. Das könnte sowohl die FDP sein, als auch die SPD, als auch die Piratenpartei. Deshalb mache ich das Kreuz so hier rein. Ich glaube, meine Erststimme kommt im Moment noch in den Mülleimer, weil, weiß ich nicht, mit den Personen bei mir in meinen Wahlkreisen habe ich mich auch noch nicht so auseinandergesetzt. Aber, um das hier mal ein bisschen ausgewogener zu machen, Zweitstimme Bundestagswahl, FDP. Ich fühle mich bei den Grünen eigentlich politisch immer sehr zu Hause, aber ich muss sagen, es wird mit der SPD auch mal besser. Deshalb haben wir ein Endrennen mit der originalen SPD-Ente hier. Ey! Jetzt steht es an gegen eine schwarze Tiger-Ente. Ja. Zufälle in der Farbgebung sind rein zufällig. Deshalb bin ich im Fitness und deswegen unseren Schwarz-Gelb. Die beiden Positionen geht. Ihr müsst euch hier positionieren. Ja. Und dann ist es ein Wettfuß. Wir haben gesagt, jetzt gibt es Puste, mehr rechts durch. Ja. Also der eine, der eine und der andere. Ja, das wäre besser. Ich hab mich nicht mehr gegessen. Das ist ja der Schatten. Oh, geht gleich mal. Warte, warte, warte. Spaß gemacht, hier in der Wechselwähler-WG zu Gast gewesen zu sein, an einem Sonntagnachmittag und jetzt zum Abschluss noch eine Pizza spendiert bekommen zu haben. Die Fragen waren spannend, interessante Themen, der Deutschlandplan und die Zusammenarbeit mit anderen Parteien, die Abgrenzung zu anderen Parteien und ich hoffe natürlich auch ein klein bisschen, dass ich ordentlich Werbung für die SPD machen konnte und dass vielleicht der eine oder die andere Wechselwähler-Wählerin sich am 27. September für die SPD entscheidet. Ja, also ich fand es auch, ich fand sie sehr nett und sympathisch, aber mir ist immer noch nicht ganz klar geworden, wie der Deutschlandplan umgesetzt werden soll, wobei ich die Ideen sehr gut finde. Also ich fand Eva heute sehr überzeugend, weil sie sehr kritisch zu ihrer eigenen Partei war. So ist es etwas, das ich prinzipiell unterstütze. Allerdings fehlt mir ein bisschen der Punkt, wo sie dann einsparen würde und wo sie Kompromisse eingehen würde.